Liebe Leute, sagt auf Wiedersehen den Sandberg. Also sagt auf Wiedersehen zu dem Sandberg, nicht dem Sand... Ja, egal. Hey Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore. Bei der Sandzerstörungs-Apokalypse. Oder sowas. Ja, auf jeden Fall hatte ich gesagt beim letzten Mal, dass wir auf so eine kleine Mini-Reise gehen, hier um Sand zu holen. Und ich glaube, ich habe hiermit die Sandquelle doch gefunden. Es ist jetzt zwar keine riesige Wüste, aber es ist doch das, was ich im Grunde brauche. Und ich gucke natürlich, wie viel ich hier jetzt auch noch rausholen kann. Scheiße, jetzt wird es hier schon überflutet. Aber da ist schon Sandstein. Aber ich ziehe hier alles, was ich noch kann, raus. Diesen Sandberg wird sowieso niemand vermissen. Na, im Grunde kann ich ihn auch gleich ganz abreißen. Wir machen jetzt Island Survival Challenge. So, wie fangen wir an? Wir haben kein Holz, wir haben verkackt. So. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, also im Grunde kann ich schon umkehren. Ich würde allerdings trotzdem ganz gerne noch, weiß ich nicht, ein größeres Land finden. Ich würde zumindest gerne wissen, wo theoretisch hier angeknüpft wird. Zum Ende dieses Ozeans hier. Und jetzt nicht einfach so wieder abhauen, ohne dass ich weiß, wo es am Ende hätte hingehen können. Erstmal nochmal schlafen, wenn es Tag ist. So. Sobald ich es weiß, wäre ich auch theoretisch schon wieder auf den Socken nach Hause. Denn ich habe jetzt eigentlich genug Sand für ein paar Vorhaben. Auch wenn ich ehrlich gesagt wirklich ganz gerne das ganze Inventar voll hätte. Das ist natürlich genau... Okay, da, guck mal, hier ist Land. Also nur ein Stückchen noch hoch, hier bei Z. Kann man das schon sehen. Da ist schon was. Wenn ich mich nicht verguckt habe, ist da sogar auch ein Nether-Portal. Ach, die Delfine. Ich liebe die Delfine, ne? Oh, das ist sogar so ein riesengroßes. Nice. Boah, nice. Nice. Geil. Das sieht nice aus. Ich glaube, da hinten ist echt nur eine Wüste. So. Ein paar kleine Reise-Thumbnails machen. Ich muss auch noch Thumbnails für die anderen Folgen machen. Das habe ich ganz vergessen. Krass, ich muss da hoch, um diesen einen Block dazu holen. Mal hier irgendwas Besonderes. Curse of Binding, super. Und ein paar Glistering Melons, die könnte ich mitnehmen. Ja, der Rest ist ehrlich gesagt für den Arsch. So. Aber der liebe Goldblock, der kommt auf jeden Fall mit. So, denn damit kann ich mehrere goldene Äpfel machen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir, ach, guck mal, da ist Savanne, Wüste. Okay. Gut zu wissen. Haben wir noch hier unten irgendwas Besonderes? Nö. Moment, liegt das an dieser Clearwater-Einstellung, die ich nicht anhabe vielleicht? Normalerweise klares Wasser. Ich möchte nur ganz kurz gucken, gleich geht's weiter. Also, dann gleich geht's weiter. Sobald ich es gefunden habe. Ich glaube, das... Wo war denn das? Clearwater, ich bin schon dran vorbei. Trees. Keine Ahnung. Ich suche das irgendwann mal raus. Wenn ich mal auf
Wasserabenteuer gehe, dann in den, in diesen Tempeln da, wisst ihr schon. Da muss ich das mal rausgucken. Ich hab das bestimmt übersehen. Ich werde bestimmt voll geroastet von euch, dass ich das übersehen habe. Blindfisch. So, aber wenn ich schon mal hier in der Wüste bin, kann ich ja zumindest schon mal lurken, ob ich vielleicht eine Pyramide sehe. Mit der Möglichkeit auf einen zweiten goldenen Superapfel, aber das sieht tatsächlich nicht so dolle aus. Auf jeden Fall, ich werde ein paar Sachen entleeren gleich noch, um noch mehr Platz für Sand zu machen. Und dann werde ich den gesamten, okay, vielleicht noch nicht den gesamten, aber definitiv den meisten Sand direkt schon mal durchziehen. Durchschmelzen auf jeden Fall. So, das scheint ein pyramidenloser, eine pyramidenlose Wüste zu sein. Da hinten geht es noch weiter. Okay. Gut, ich wollte jetzt auch nicht zu lange hier rumdaddeln und noch eine Pyramide suchen. Ich mache jetzt das, wofür ich hier bin. Und zwar Sand. Gleich nach dem Essen hier. So. Und feuerfrei. Oh, geht das schön. Wie Butter mit so einer Schaufel hier. So mache ich in Zukunft auch das Terraforming einfach. Geht einfach viel schneller. So, noch, oh, noch nicht ganz voll. Sammle ich hier mal an der Seite noch das Zeug ein. Aber ich will mich wirklich komplett voll machen. Weil wie gesagt, unsere Gegend ist leider nicht sehr sandbesiedelt. Brauche ich einfach eine Straße, so. Also, ne, Leute, das ist eine Straße. Das ist kein... hier wurde nicht Sand abgebaut. Das ist einfach nur eine Straße. Das ist ganz natürlich, dass Wüsten auch mal Straßen haben. Die auch durch solide Berge gehen übrigens. So. Ich fresse mich hier überall rein. Ich will alles haben. So. Aber das Fleisch, das will ich ehrlich gesagt behalten für die anderen Leute da. So, das Kelb kann auf jeden Fall weg. Die zwei Holz, die können weg. Die Sticks, die können auch weg. Das behalte ich. So, dann geht das noch voll. Und dann ist erstmal gut. Danach geht es erstmal wieder heim. Und danach beginnen weitere Vorbereitungen für das Handeln und Brauen von Tränken. So, wir sind voll. Perfekt. Das heißt, ich kann wieder zurück dahin zu diesem Boot, was ich nie wieder finden werde. Also es war bei diesem Nether-Portal. Das würde ich vielleicht nochmal wieder finden. Will ich vorausgesetzt, ich bewege mich in die richtige Richtung. Was ich aber wohl nicht tue. Ich glaube, ich muss da wieder lang, ne? Scheiße. Nein. Hier war schon richtig. Hier lang muss ich. Nein, das stimmt so auch nicht. Warte, was? Nein, ich habe mich verirrt. Nein, habe ich nicht. Moment, kriegen wir hin. Alles locker. So, ah, ein schönes Inventar. Schön voll mit Sand. Noch mehr als genug hier. Also das wird uns, denke ich, jetzt so schnell nicht ausgehen. Außer ich möchte einen schwebenden Wolkentempel aus Glas bauen. Dann könnte uns das Glas vielleicht irgendwann nochmal ausgehen. Aber bis dahin wird es noch ein Weilchen dauern. Die nächste Sache wird jetzt erstmal wieder hier zu finden, wo das, wo ich das Pferd geparkt habe. Wenn das gedespawnt ist. Ich hoffe nicht, dass das gedespawnt ist. Aber dürfte es eigentlich nicht, weil es ist auch nicht gedespawnt, als ich
die Reise zu Fuß gemacht habe. Da ist es dann ja in der Basis auch noch geblieben. Also das sollte eigentlich alles gut sein. So, oh, dann können wir gleich mit Tränken anfangen. Wohoho, Tränken anfangen. Und dann noch ein Dach bauen, was ja irgendwo nicht fertig geworden ist. Wer das wohl nicht fertig gebaut hat. Ja, ja, ja. So ein fauler Sack, ey. Gut. Richtung Berge. Ein Stückchen nach da müsste ich, glaube ich, noch. Da müsste ich dann mein Pferd wiederfinden. Ansonsten bleibe ich einfach an der... am Anschluss der... am Anschluss der ganzen großen Insel. Da werde ich das Pferd dann sowieso wiederfinden. Das sieht aus wie ein Eisberg. Nein. Also wie gesagt, ich werde das schon wiederfinden, keine Sorge. Das Pferd wird nicht verloren sein. Was ist das da? Achso, das sind Blumen. Das sah gerade so aus, als wäre da noch was anderes. Okay, ich bin jetzt bei der Insel hier. Müsste ich nach da? Das hier der richtige Weg? Ja, von der kleinen Insel weg, das ist richtig. Das müsste richtig sein. Eisbären! Er ist halt böse, glaube ich, ne? Böse Eisbären. Ich muss hier nochmal zur Seite. Hier rum und hier irgendwie müsste das Pferd gleich sein. Da ist es, da sehe ich schon den Kopf rausragen. Hallöchen, liebes Pferd. Ich bin zurück. Können wir jetzt zurück nach Hause zu deinen besten Freunden, Katz und Maus. So. Dann mal Feuer. Im Grunde reicht's, wenn ich erstmal runterlaufe, ne? So grob. Hier lang. Das dürfte dann nach Hause gehen. Ich könnte auch einmal ganz gerade runterlaufen. Dann habe ich, glaube ich, den gesamten Teil dieser kleinen oberen Kartenstelle von meinem Haus erkundet. Das hier ist aber auch kompliziertes Gebiet mit dem Pferd zu reiten. Das packen wir schon. Komm, das packen wir. Ich habe dir noch nie einen Namen gegeben, ne? Ich habe diesem Pferd noch keinen Namen gegeben, fällt mir gerade ein. Weiß nicht, hatte ich da jemals mal drüber gesprochen, dem einen Namen zu geben? Wenn ja, welchen Namen wollte ich diesem Pferd geben? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fällt euch ja ein Name ein. Könnt's mir ja mal in die Kommentare schreiben. So. Es wird Nacht. Ich müsste mal eben schlafen. Und ich werde dann jetzt gleich die restliche Reise zurück offscreen tätigen. Außer es passiert noch irgendwas ultra Besonderes. Dann zappe ich natürlich mal kurz zurück. Dann würde ich mal sagen, bis gleich, wenn wir zu Hause angekommen sind. Yeah. Okay. Das ist ein sehr interessantes Dorf. What? The hell? Einfach in mehreren Bergen verankert hier. Mit einem kleinen Lavasee.
zum Reingehen und Sterben. Naja. Ups. Okay, nicht witzig, ich weiß. Wir haben es geschafft. Chrome, Sweet, Boom. Hey, kleiner Villager, wo willst du denn hin? Er wartet, bis er endlich arbeiten kann. In seinem Traumjob. Gammelfleisch-Kollektor. Apropos Gammelfleisch-Kollektoren. Zuerst erstmal viel Spaß, Pferd, du bist wieder frei. Ganz ehrlich, wozu existierst du eigentlich? Ach, der. Guck mal, der Glowstone dabei. Wenn der öfter Glowstone dabei hätte, wäre das schon praktisch. Ja. Wäre schon praktisch. Mhm. Hast du recht. Vielleicht bleibt er ja noch ein bisschen. Weil als nächstes werde ich jetzt eh ein bisschen... Ja, ich möchte sagen, Sturmhandeln betreiben. Um halt besonders die... Diese Sachen hochzutreiben. Hier Glistering. Ich weiß gar nicht, wo ich das hin tun soll, ehrlich gesagt. Ich tue es erstmal mit hier rein. So, und. Kann schon mal Sand in die Öfen. Das wird jetzt gleich einmal fett durchgeschmolzen. So, liebes Herrboot kommt da rein. Herrboot. Das ist mein Gold. Da kann aber noch mehr draus werden. Mobdröpschen. Hier sind Mobdröpschen. Oh, Mobdröpschen. So, ich weiß gar nicht. Gibt es überhaupt irgendwas, wofür ich Gammelfleisch... In irgendeinem Szenario brauchen würde? Okay, außer um jetzt eventuell Hunde zu füttern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. 26 Emeralds. Ja, Feuer. Ich brauche einen Stack Kohle. Einmal Stack, einmal teilen. So, dann kann das hier schon mal schön vor sich hin beraten. Dann können wir gleich richtig anfangen mit Brauereiarbeiten. Hier in die Fässer mal gucken. Das reicht, glaube ich, auch erstmal. Das ist ein Getreide, kann ich auch mal verkaufen. Ah, hier habe ich aber fast gar nichts mehr so richtig effektiv nachgefarmt, ne? Kürbisse. Melonen nehmen die auch nur ganze, ne? Nehmen wir mal welche craften. Es gibt ja Crafting-Tische im Village. Aber erstmal muss ich pennen gehen. Sonst wollen sie ja nicht handeln. Also wollen sie schon, aber dann fühlen sie sich belästigt. Das wäre irgendwie voll lustig, wenn du nachts zu denen hinrennst und du willst bei denen handeln. Und dann wächst du die so auf und dann denken die so, was, Junge, was willst du Arsch, was wächst du mich auf? Ey, das kann doch nicht wahr sein, so ein Kopf. So, da hinten ist ja auch noch eine Kiste, da kann das Bett rein. Ey, dieser Villager funktioniert echt wie so eine Uhr. Jedes Mal, wenn der trinkt, weiß ich nämlich, dass ich mich ins ins Schlaf legen kann. Und dann betten kann. So, ich komme. Ich komme. Warum ist ein Fischermann hier drin? Ich warte. Wacht auf, ihr faulen... Säcke. Was ist mit dir? Wo kommst du denn her? Leatherworker. Hab ich auch nie gelevelt.
So, du magst Getreide, du kriegst Getreide. Noch mehr. Boah, das hat genau gereicht. Das hat genau gereicht. Geil. Wo sind die anderen Farmer? Die anderen Farmer? Was macht ihr hier? Smalltalk? Müsst ihr nicht bei der Arbeit sein? Hä? Hä? Wird euch das erlaubt? Hä? Kann es sein, dass hier irgendwie gerade ein paar neue Jobs einfach im Umlauf sind? So aus dem Nichts? Ist irgendwie gerade ein bisschen weird. Ah, hallo Kollege. Auch nur Getreide, toll. Hätte ich mal die Melonen gecraftet, ne? Da sagst du was. So. Hier, jetzt habe ich deine Melonen. Kannst du alle haben, bitteschön. Hatte ich keinen Farmer, der rote Beete kauft? Oh, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich hab auch schon so lange nicht mehr effektiv gehandelt. Oh, jetzt, die sind jetzt hier bei der Arbeit. Das heißt, jetzt kann ich hier mal ein bisschen Stoff geben. Ach! Oh, nein! Jetzt verstehe ich. Okay. Ja, toll. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. So. Ja, freue mich auch, dich zu sehen. Ich finde nicht schön, dass du das Gammelfleisch so magst. So. Einmal bitte aufleveln. Ich weiß gar nicht, du bist das. Glowstone für 3 Emeralds. Scheiß auf den Wandering Trader. Wer braucht schon einen Wandering Trader? So, nochmal leveln. Scoot? Enderperlen. Wow! Nice! Oh, und Netherwarzen. Für Emeralds. Das ist auch nicht schlecht. Bottle of Enchanting. Reicht es ja nicht mehr für. Alter. Nice. Aber, warte mal. Das könnte doch auch ein Getränk sein, oder? Also so ein Trank. Hoffe ich mal. Ich hoffe, dass das so ist. Ansonsten verschwende ich gerade mit dem Leveln so ein bisschen meine Zeit. Aber nur ein bisschen. So. Die Folge geht jetzt ein bisschen länger. Das habe ich ehrlich gesagt voll übersehen. Aber nicht so schlimm. Deswegen sage ich jetzt mal ganz schnell hier, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit dem Like. Und wenn euch der Kanal gefällt, auch gerne ein Abo, freut mich alles. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.